So, Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück bei diesem schönen Pokémon XD Let's Play. Juhu, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben in der ONBS-Fernsehzentrale, wo es anscheinend Probleme mit Team Krypto gibt. Die haben nämlich Chiyo aus dem Empfang entführt. Und hier scheint Chiyo, sie haben Chiyo entführt. Chiyo ist Bites jüngere Schwester. Sie ist das Mädchen vom Empfang. Du hast mit ihr gesprochen, oder? Oh je, Mine. Das heißt, Chiyo ist in richtigen Schwierigkeiten diesmal. Arme Chiyo. Dabei fand ich Chiyo echt nett. Die hat uns so richtig doll freundlich begrüßt. Tja, keine Sorge, Chiyo. Dein strahlender Held in glänzender, reißhafter Rüstung ist unterwegs. Was? Wie zum Henker Geier Teufel? Ja, genau, das kann ich mir nicht erklären, wie. Ich habe Folgendes getan. Ich habe mich ganz flach an die Decke gedrückt. Dazu braucht man ganz schön Muckis. Nicht schlecht, was? Etwas Respekt, bitte. Oh, sofort fängt der Part mit einem Retard als Gegner an. Volker. Ein Kecleon und ein Geweiher. Moment, das sind doch zwei dieser Pokémon, die Grant gerne hätte. Okay. Bin einverstanden damit. Keins von beiden ist Krypto. Das ist okay. Und dann machen wir jetzt mal Donnerschock auf Geweiher. Und gegen Kecleon, da müssen wir etwas. Da wechseln wir erstmal Brüller ein. Sonst könnte es lange dauern, bis wir Kecleon besiegt haben. Denn Kecleon kriegt den. Also, Kecleon ist Typ normal. Seine Fähigkeit erlaubt es ihm jedoch, den Typ des Gegners zu klauen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Feuerattacke Kecleon angreife, dann ist Kecleon Typ Feuer. Und das ist relativ nervig. Oh, ey! Dessen Kratzfurie ist böse! Was? Der hat Vati getötet? Mit Kratzfurie? Wie zum Geier war das jetzt möglich? Das sollte doch unmöglich sein. What the fuck? Okay. Der Kerl, das Kecleon ist echt eine Gefahr. Oh, und noch ein Makuhita. Oh, das Makuhita ist auch noch Krypto. Oh je, Mine. Ich würde sagen, Schaufler auf Makuhita und Glut auf, ne, und Finte auf Geweiher. Das Geweiher sollte das nicht überleben eigentlich, ja, so wie es eigentlich sein soll auch. Dum -dum. Und jetzt kommt das Kecleon wieder. So, gegen das Kecleon kann ich jetzt relativ intelligent spielen. Och, zum Glück ist das Kamaup ebenfalls Krypto. Und zwar, zuerst setze ich Glut gegen Kecleon ein. Damit es dann Typ Feuer bekommt. Und es hat auch noch eine riesen Verteidigung. Das ist ja mal super duper geil. Oh Mann, das gefällt mir echt überhaupt nicht. Boah, wenigstens ist es paralysiert, das Scheißteil. Da würde ich jetzt Röllchen nehmen. Und mit Glut und jetzt mit Finte auf Kecleon gehen. Ey, Kecleon ist echt ein böser Gegner. Hätte ich echt nicht erwartet, dass Kecleon solche Probleme bereiten könnte. So, egal. Die Finte macht es jetzt zu einem Unlicht-Pokémon. Oh, jetzt bitte töte nicht Röllchen. Oh, auch noch ein Volltreffer. Das war ja mal wieder sowas von klar.
Ash, was soll der Scheiß? Das ist unfair, das ist radikal unfair. Oh, Baumann hatten wir schon lange nicht mehr auf dem Plan gehabt. Oh, wenigstens ist Keckleon immer noch paralysiert. Boah, ne, Aquaknarre geht auf Keckleon und dann nochmal Geheimpower auf Makuhita. So, dann fangen wir das jetzt auch noch nächste Runde. So, jetzt ist es Typ Wasser und es kriegt jetzt einen Gigasauger. Darauf könnt ihr so einen lassen, Leute. Macht bitte auf, Tangolist. Natürlich auf Röllchen. War ja wieder klar. Oh, wie geil. Es ist dreimal hintereinander paralysiert. Ich hab so ein Glück diesmal. Der Pokéball geht auf Makuhita und Baumann macht jetzt den fetten Kugels-Gigasauger auf Keckleon. Boah, ich hoffe, das reicht. Bitte, Leute, lasst es reichen. Bitte bleib im Ball, Makuhita. Bitte bleib im Ball, Makuhita. Bitte bleib im Ball, Makuhita. Bitte bleib im Ball. Bitte bleib... Nein! Mann, das war unfair. Aber wenigstens hat unser Tangolist jetzt einen richtig schönen Gigasauger und tötet das scheiß Keckleon. Oh Leute, ey, Keckleon ist so eine Pain in the Ass, ehrlich. Das Pokémon ist richtig scheiße. Ich mag es nicht, ich mag es überhaupt nicht. Ja, und Baumann ist jetzt Level 22 und jetzt kommt der Kryptoknall, der natürlich genau auf Röllchen gehen wird. Ich wusste es. Es war so klar. Ach, wie süß es da reingeguckt hat. Oh, es tut mir ja fast schon leid, dass es tot ist. Dann halt wieder Psyana. Items. Pokéball. Und wenn das nicht klappt, dann haben wir hier Muggelhieb. Boah, ich könnte auch den Superball einsetzen, aber den Superball behalte ich lieber für so richtig geile Pokémon. Bleib im Ball. Oh, Alter, ey, wieso ist Makuhita so scheiß schwierig zu fangen? Das ist ein kleiner Fettsack. Der dürfte gar nicht so schwierig sein zu fangen. Oh, und wie viel Schaden der kleine Dicke auch noch macht. Ey, ich hab jetzt schon so Kopfschmerzen wegen dem. Und dann nochmal Mogelhieb. Wieso schlägt es die ganze Zeit fehl? Oh, Jemine. Oh, auch noch ein Volltreffer. Super, Psyana. Komm, wir machen Tackle. Eine der Schwestern-Attacken und wir töten das zu... Behinderte Scheiße, ehrlich, was soll der Scheißdreck? Das ist so, als würde man Joghurt gegen eine Wand schmeißen. Das ist... Der Poképlatz-Sensor. Leute, wir gehen kurz unsere Pokémon heilen. Bis gleich. So, Leute, ich war nur ganz fix die Pokémon heilen und weiter geht's. Du musst nur unsere Fragen brav beantworten, dann wird dir auch gar nichts passieren. Bleib stehen, Punk, du hast hier nichts zu suchen. Moment, hat er eben Lenny gehauen? Na warte, Elox, das wirst du uns büßen. Du hast Lenny gehauen und ich mag Lenny. Einfach wegen dem Namen, Lenny. Lennyface. Ein Dodo und ein Tentacher. Okay, ein Dodo und ein Tentacher. Welches dieser beiden macht mir mehr Angst? Tentacher oder Dodo? Tentacher macht mir erstmal keine Angst. Ja, Donnerschock auf Tentacher und Köter macht einfach mal Glut auf Dodo. Furienschlag, oh ey. Wieso haben die alle Attacken, die so oft treffen? Ach, wenigstens ist es paralysiert. Aber es trifft noch ein, zweimal. Wieso treffen die für... Leute, ey. Habt ihr den Schaden gesehen? Das ist doch anormal. Das macht keinen Spaß.
Boah, und dann auch noch so ein beschissen. Oh, nee. Oh, wie geil. Wenigstens ging die Attacke daneben, ey. Boah, mach einen One-Hit draus, Schäfchen, bitte. Mach einen One-Hit draus. Na, no, da macht er noch nicht mal einen One-Hit draus. So, Glut auf Dodo. So, so gefällt mir das. Ein totes Dodo. Ach, wunderbar. Tja, Dodo, Pech gehabt. Legst dich wohl besser nicht mehr mit mir an. Ein Palimpalim. Oha, ein Psycho-Pokémon. Nein, nicht treffen damit. Nein, auch nicht, nicht noch bitte. Och, wieso gerade Schäfchen? Oh. Bitte Donnerschock. Yes! Woo! Juhu! Bam! Me gusta! So muss das sein. Oh, Level 22 Schäfchen. GZ. Wow, Level 21 Köter. Das war cool. Boah, ich hatte jetzt schon echt Angst, der hätte noch ein Pokémon. Vitalglocke und... ich würde sagen, Finte auf Palimpalim. Vielleicht gibt es sogar einen One-Hit bei Köters Schaden? Nee. Wer ist jetzt dran? Palimpalim, okay. Wird von einem Schleier umhüllt, das gefällt mir nicht. Oh, nö. Hättest doch nur Ash nur Vitalglocke einsetzen müssen. Theoretisch sollte es aber noch reichen, um ihn zu töten. Ja, hat noch gereicht. Gut. Damit wäre das Palimpalim in Grund und Boden gestampft. Und unsere Pokémon haben wieder fleißig EP bekommen. Ist gut so. Du kleiner Mistkerl! Mach dir Team Krypto keine Angst! Nein! Warum sollte ein Haufen großer, dummer Idioten, die noch nicht einmal Pokémon schwächen auszunutzen, wissen Angst machen? Ah, sie sind wegen Byte hier. Ich kann mir vorstellen, dass deine CD-ROM wichtige Informationen enthält. Ne, du musst das nicht wiederholen, Kumpel. Ich hab's verstanden. Zuerst einmal aber hier Supertrank und zwar auf Schäfchen. So, das gefällt mir gut so. Oha, hier geht's rein. Oh, eine Truhe. Einen Ether gefunden. Das ist sehr nice. Brauche ich jetzt aber leider nicht. Hier ist bestimmt auch noch so ein Krypto-Fuzzi. Ja, hier ist so ein Krypto-Fuzzi. Scan die meine Zuckerschnitte. Dein hübsches Gesicht sehe ich immer gerne im Fernsehen. Aber was soll ich sagen? Im Natur bist du noch viel hübscher als im Fernsehen. Ich wollte gerade ein Autogramm von Scandy geben lassen. Stell dich gefälligst hinten an. Moment, du kleiner Perversling. Wir sind jetzt in der Reihe. Ich weiß, vordrängeln gilt nicht, aber ich schlag dir jetzt die Zähne raus, Kumpel. Ein Baldorf-Fisch und ein Rihorn. Da hat aber jemand Mut. Obwohl, das Rihorn ist echt böse. Wie stellen wir uns da jetzt an? Ein Baldorf-Fisch kriegt Donnerschock. Köter geht zurück. Donnerschock auf Baldorfisch. Oh, wir können jetzt erst einmal Brille auf Rihorn machen. Macht der Härtner. Du hättest die Spezialverteidigung erhöhen sollen, du Trottel. Ey, Donnerattacken sind Spezialverteidigung. Außer Voltschub oder wie die Attacke heißt. Volt-Tackle. Was? Ich hab doch definitiv auf Baldorfisch den... Nein! Oh, das ist so unfair, ey. Wieso verklicke ich mich da so oft? Egal, weg mit dir, Rihorn. Du hast hier nichts mehr verloren. Ein Lampi! Ey, Lampi ist cool. Donner und Wasser. Auf Lampi würde ich dann von daher Glut machen. Das... nein, Glut ist gar nicht effektiv. Ich hätte Finte machen sollen. Och mein Gott. Ab und zu fail ich so heftig. Da könnte ich mich einfach nur selbst schlagen.
Egal, vielleicht brennt es ja. Ne, es setzt sogar noch Superschall ein. Okay, Hundemon wollte ich sowieso auswechseln, von daher ist es mir egal. Das wäre fatal gewesen, wenn er Schäfchen paralysiert hätte. Verwirrt hätte. Und da überlebt Baldur Fisch das auch noch. In welch ungerechter Welt leben wir denn hier? Boah, ich nehme einfach Psyana. Psyana macht richtig viel Schaden mit ihrer Konfusion und das sollte auch Lampi wehtun. Das könnte Lampi sogar verwirren. Oh hey, eine Aquaknarre auf Schäfchen. Das ist sehr intelligent. Muss ich dir lassen. Oh ne, Donnerwelle. Boah, das ist so fies, wie der Kerl kämpft. Überhaupt, die in dem Gebäude hier kämpfen so übelst scheiß fies. Egal, Synchro macht es ebenfalls paralysiert. Das ist das einzig Nette jetzt. So, Baldur Fisch ist Geschichte. Okay, jetzt bitte kein Rionio. Oh, da ein Rihorn. Oh. Ich würde sagen, einfach mit Body Slam auf Lampi und mit Konfusion auf Rihorn. Früher oder später müssen wir das Rihorn egal wie besiegen. Von daher kann es nicht schaden, wenn ich jetzt schon anfange. Ey, die Hornattacke, die tut weh, Kumpel. Wieso immer auf Schäfchen? Ehrlich, ich hab... Boah, die Konfusion trifft, das ist mal eine gute Nachricht. Die Konfusion hat auch richtig Schaden gemacht. Das gefällt mir noch viel besser. So, nochmal Body Slam auf Rihorn. Obwohl, nee, eher Konfusion auf... Ja, okay, jetzt habe ich dann doch Body Slam auf Rihorn gemacht. Naja, vielleicht paralysiert es, ja? Ja, es hat paralysiert. Wow. Was? Es ist trotzdem schneller als Psyana? Ein Volltreffer. Wieso wundert mich sowas nicht? Das ist doch... Das grenzt an so viel Ungerechtigkeit. Das ist einfach unfair. Das ist radikal unfair. Oh, wenigstens trifft die Konfusion. Oh, das ist geil. Bam, totes Rihorn. Gutes Rihorn. So, was kommt jetzt auf mich zu? Ey, Röllchen ist dann 22. Cool. Röllchen könnte sich so langsam mal aber entwickeln. Ein Smogon. Okay. Damit, das ist cool. Smogon. Lampi ist immer noch paralysiert. Perfekt. Auf Smogon mache ich Konfusion und auf Lampi mache ich Aurora-Strahl. Hä? Ich dachte, die Attacke wäre effektiv gegen... Naja, da habe ich mich dann wohl einfach nur geirrt. Kommt auch mal vor. Smog, oh nee, Smog kann verwirren, vergiften. Natürlich, Psyana ist verwirrt und greift nicht an. Lampi wenigstens auch. Dann halt nochmal Body Slam auf Lampi und Konfusion, noch ein Versuch auf Smogon. Ja, Lampi ist tot. Juhu! Lampi hat Ash genervt. Und dabei habe ich es mir gar nicht mal so stark vorgestellt. Okay, die Tackle, die tut nicht weh. Yes, Konfusion trifft. Perfekt. Das ist sehr effektiv und sollte ein One-Hit werden. Typisch Psyana, einfach nur geil. Blums. Ey, das gab viel EP. Noch gut so. So Leute, und damit würde ich sagen, der Part hier wäre damit beendet.
Tja, Scandi gibt uns jetzt ein Autogramm. Der Kerl kriegt kein Autogramm und wir sind alle zufrieden. Also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part, Leute, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ciao, Leute!